Hallo liebe Dartsportfreunde, die Dave Chisnell Series 2. Schöne Spielerdarts und erstmal satte 17 Euro günstiger als die Series bzw. Generation 1. Dazu ebenso in vielen Gewichten, 90% Tungsten. Spielen tun sich die Pfeile auch noch gut, also wo liegt da der Haken? Gibt's überhaupt einen? Erfährst du alles in diesem Video. Viel Spaß! Dann fasse ich hier mal grob die technischen Eckdaten zusammen zu den Harrow's Dave Chisnell Series 2 Darts. Gibt's in Soft-Tip als 18-20 Gramm Variante und in Steel dann jeweils mit einem Gramm Unterschied von 21 bis auf 26 Gramm. Barrellänge ist jeweils 51 mm und die Durchmesser blende ich euch hier ein. Das geht bei 21 Gramm mit 6,2 mm los und endet bei 26 Gramm mit maximal 6,8 mm. Der Preis, das kann man hier auf jeden Fall mal erwähnen, ist erfreulich günstig, denn die Generation 1 kosten nach wie vor 74 Euro und die Series 2 Darts, die wir jetzt hier vor uns liegen haben, kosten 57 Euro, auch 90% Tungsten. Das Setup selber wird mit 26 mm Points geliefert, in Gold, finde ich gut, passend zu diesem wunderschönen Titanium- und Nitrit-beschichteten Barrel, das wie gesagt 51 mm lang ist und im Lieferumfang sind da noch die Harrow's Super Grip Carbon-Schäfte, auch jetzt nicht so die günstigsten in 39 mm Länge, also finde ich ein wirklich vernünftiges Setup zu einem echt attraktiven Preis. Natürlich sind auch nochmal Flights dabei in einem neuen schwarz-goldenen Design. Sehen auch sehr schön aus von den Effekten und so weiter. Kann man wirklich nicht meckern. Das ist der etwas schmalere Shape Number 6. So wie die Generation 1 Darts von Chizzy sind auch diese Darts wieder im Wesentlichen aus breiten Ringgrip-Elementen gestaltet. Aber diesmal deutlich filigraner. Also im Wesentlichen sind es eigentlich immer breite Ringelemente mit auch recht breiten Vertiefungen. Aber hier nochmal viel, viel feiner, teilweise mit Einzelfräsungen gemacht. Vorne die Barrel Nose, das sind schlanke 3 mm und schön abgerundet. Da haben wir eine minimale Kante drin, aber die wirkt sich nicht so übel auf eure Flights aus, wie gesagt, weil die runde Barrel Nose das dann schon entschärft. Dann kommt so eine vordere Sektion, die hat, wie gesagt, breite Ringgrip-Elemente, aber die vorderen sind auch mal zweimal ganz, ganz fein eingefräst zwischen diesen Vertiefungen. Gibt einen sehr schönen, ordentlichen Grip, würde ich sagen 4 von 5, das fühlt sich wirklich ordentlich griffig an. Und dahinter sind es nochmal breitere Ringelemente, die nur eine Vertiefung haben. Da ist es dann so 3,5 von 5. Ebenso schön und diese ganze vordere Sektion macht rund 17 mm aus, bevor dann wieder zwei breite Ringelemente mit einem Unterbrecher kommen. Das sind etwa 5 mm, bevor es an diese Micro-Ring-Grip-Sektion geht, die sich wieder sehr schön anfühlt, etwa 5 mm hier vom Barrel ausmacht und auch eine gute Kontrolle über die Darts bietet. Fühlt sich auch nicht so scharfkantig an, ist aber ordentlich griffig, wenn man hier auch ein bisschen Druck ausübt. Dann kommt ein breiterer Unterbrecher von gut 8 mm, wo auch natürlich Chizzy eingelasert ist und dann nochmal darunter Harrow's. Und dahinter ebenso nochmal eine ganz, ganz feine Mikro- oder Ringgrip-Sektion von rund 10 mm, bevor es dann zum Abschluss Barrel mit zwei kleinen Ringelementen geht und einem glatten 3 mm Abschluss zum Schaft. Der Übergang ist da auch nahtlos in die Schäfte, alles wunderbar. Und eine Sache kann ich hier auch gleich nochmal erwähnen. Das Barrel selber ist ja so ja, Bronze, Gold und Silber abwechselnd gestaltet, ist eine hochwertige Titanium-Nitrit-Beschichtung drauf. Die hält auch ordentlich was aus und sieht wirklich immer gut aus. Auch jetzt, das sind hier schon Bilder von einem Barrel, das ich schon ordentlich bespielt habe. Und jetzt kommt das Aber. Ihr seht es vorne an den goldenen Points, so schön die an sich sind, auch für den Lieferumfang. Wenn du sie ein bisschen mehr bespielst, dann siehst du hier auch relativ schnell, dass da die Farbe abgeht. Ne? Da hast du Kratzer und so weiter drin, aber okay, das sind Points, die stecken soweit auch vernünftig im Board und spätestens, wenn du die Spitzen dann mal hier und da ein bisschen anraust, naja, dann sind sie oben Gold und da vorne an der Spitze, wo ein bisschen was passiert, werden sie dann halt silbern und ein bisschen rauer. So, gut. Dann mal in die Übung gehen mit den Chizzy Darts.
Und zwar einfach das Spiel, da wo der erste Dart steckt, egal wo, einfach versuchen, die anderen folgen zu lassen. Sprich, Flight anspielen und möglichst so auf enge Gruppierungen kommen. So, und das ist genau die schöne Übung, wenn man den ersten Flight nutzt. Deflect ins Triple, Deflect ins Triple. So funktioniert das dann auch mit den Gruppierungen und später auch mit dem Check. So, das ist schon relativ dicht dabei. Die Dave Chisnell alias Chizzy Series 2 Spielerdarts. Ich muss sagen, Harrows hat ganz allgemein in diesem Jahr einen sehr schönen Launch hingelegt mit spitzen Darts zu wirklich moderaten Preisen. Von den A-Tracks über die Shard 90 bis hin zu den Spielerdarts von Damon Hatter und jetzt eben auch Dave Chisnell, und auch die machen da überhaupt keine Ausnahme. Alles durch die Bank weg, wirklich tolle Darts für die entsprechenden Spielertypen. Reviews findet ihr alle bei mir auf dem Kanal. Und auch die Chizzy Series 2, muss ich mal sagen, vom Grip her gefallen sie mir sogar besser als die Generation 1. Und präzise gefertigt. Bei diesem Mikro-Ring-Grip muss man halt ein bisschen gucken. Der lässt sich zwar sehr schön kontrollieren und fühlt sich, finde ich, auch ganz gut an, setzt sich aber schneller mal mit Hautschüppchen oder Hautcreme oder generell eher zu. Also die Darts brauchen mal ein bisschen Pflege, also öfter mal ins Ultraschallbad oder mit Gebissreiniger, wie auch immer ihr das gerne macht. Und wenn Ringgrip allgemein so dein Ding ist, du aber mehr hinten als Rear-Gripper Grip brauchst und die Harrows da nicht so ganz dir passend sind, dann check vielleicht mal alternativ die Bogreef Signature Edition aus. Ist nämlich auch so schön Gold-Silber, hat aber nach hinten etwas mehr Grip zu bieten. Naja, und ich denke, damit habe ich alles für dieses Review gesagt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei, freue mich auf eure Kommentare und wer den Kanal noch nicht abonniert hat, gerne auch das. Bis zum nächsten Video. Tschüss, ciao, good darts, euer Olli.